setzen. Herzlich willkommen bei Buschkraft Berlin Brandenburg. Heute sind wir mal wieder zu zweit unterwegs. Wie man auch schon sieht, Isomatte und viel, viel größerer Rucksack. Das heißt, wir haben heute mal geplant, in meinem Camp zu übernachten. Ein bisschen am Grubenhaus buddeln. Ja, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg dahin. Vollgepackt bis nach Meppen Süd. Mit der Schrankwand. Wird auf jeden Fall ganz geil. Wetter ist auf jeden Fall geil. Lust haben wir auch, motiviert sind wir. Ja. Und wenn er dran bleibt, seht er, wie es weitergeht. Wie ihr sehen könnt, der Mountainman ist heute auch gut bepackt mit Tasche, Schlafsack und seinem Riesenrucksack. Es ist immer geil, wenn das neu zugewachsen ist, alles wieder, das Camp mal wieder zu finden. Aber der Mountainman hat es schon gefunden und ist auf direktem Weg. So, endlich im Lager angekommen. Wir haben jetzt erstmal eine kleine Runde frühstücken, würde ich sagen. Und dann machen wir uns frisch ans Werk, weiter am Grubenhaus buddeln. Und wir sind ja klug, wir haben uns ja heute noch was, ein kleines Extra mitgebracht. Damit es beim Buddeln schneller geht, zeigt euch der Marcel mal. Nee, nicht seinen Schlafsack, sondern tada, eine Schaufel. Da müssen wir so noch ein Stielchen ranmachen und dann können wir damit vernünftig buddeln. Geht schneller. Viel, viel schneller. So, aber wie gesagt, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Ein bisschen schon aufgebaut, ausgeladen. Schlafsack, Isomatte, Essenskram, unser Zeug. Was hast du jetzt Schönes vor? Damit ich bei mir pennen kann. Damit es ein bisschen weicher wird. Genau, ich habe mir mein Bettchen hingebaut und da hatten wir anfangs Moos draufgepackt. Aber da haben wir uns gedacht, nee, weil es nass war, nehmen wir es mal lieber noch runter. Ja, und jetzt ist es soweit, jetzt schlafen wir hier. Das heißt, ich gehe los, hol mir einen neuen frischen Moos. Trockenes vor allen Dingen. Ja. Na gut, dann werden wir mal Handschuh greifen. Und dann gehen wir uns mal ein paar Tütchen Moos holen, damit der Marcel heute weich schlafen kann. Ich überlege gerade, ob ich meins auch nochmal nachpolster mit Moos. Ist vielleicht von der Idee gar nicht schlecht, aber ich habe eine Luftmatratze. Das ist, ja, das ist eine aufblasbare Luftmatratze. Ich habe ja nur diese Standard. Stimmt. Hier. Ich hatte nur so eine 3-Euro-Matte. Aber für Anfang Buschkraft reicht das, oder? Ja. Hast ja schon drauf geschlafen. Ja. Gut, also gehen wir jetzt los und holen Moos. Ja. Denn ohne Moos nichts los. Zum Glück haben wir ja beide große Mülltüten dabei. Da sammelt sich das Moos viel schneller ein. So, jetzt wird wieder das ganze Moos auf dem Bett verteilt. Und ich wollte euch noch kurz zeigen, wir haben ja vor, heute Abend Lagerfeuerchen zu machen, ist klar. Und wir haben uns auch Sachen für Stockbrot mitgebracht. Und damit das Stockbrot nicht so fade wird, haben wir uns unterwegs jetzt schon wieder ordentlich Knoblauchsrauke gesammelt. Die werden wir heute Abend klein schnibbeln und dann kommt die mit in das Brot. So, nachher stellen wir euch nochmal ausführlich unser Equipment vor, was wir so alles dabei haben. Ja, und dann sehen wir uns später wieder. Ja. So, inzwischen gibt es einen tierischen Fortschritt. Ihr seht, wie tief und wie groß die Grube schon geworden ist. Ja. Jetzt mit der anderen Schaufel geht es doch echt einfacher und schneller. Ja, weil man halt zu zweit ist auch. Warte mal, Musik ein bisschen leiser. Man ist halt zu zweit und deswegen geht es um einiges schneller.
Wenn du überlegst, vorhin haben wir hier ungefähr angefangen. Ja. Ist schon gut weggegangen. Ja, schneller, wie gesagt. Jetzt sind wir eine Stunde am Buddeln und haben das Doppelte geschafft wie letztes Mal schon fast. So, das heißt, die Grube ist bald fertig. Dann müssen wir nur noch den Eingang ein bisschen freigraben. Oder so, bevor wir dann weiterbauen. Aber das seht ihr dann später noch in dem Video. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Kaffeepäuschen. So, jetzt gibt es nochmal ein kleines Update. Unsere Treppe nimmt so langsam Form an. Wir stehen jetzt drin in unserer Grube. Einmal nach unten geschaut. Also muss sagen, mit der Schippe 10.000 Mal schneller und besser. Jungs, wenn ihr vorhabt, euch einen Erdbunker zu bauen, so eine Schippe ist Gold wert. Kann man denn die Treppe schon benutzen? Ja, hoffentlich. Oh, wie cool. Oh ja, doch, muss aber muss definitiv stabilisiert werden mit Holz oder so. Ja. Aber damit ihr mal einen Eindruck habt, wie tief die Grube ist. So, jetzt geht's ans große Holzgesäe. Ja. Willst du die große Stufe so lassen denn? Ja, wa? Ist eigentlich nicht schlecht. Da kann man noch eine Tür ranbauen, die man nach außen aufmacht. Sonst müsste man eine Tür machen, die nach innen aufgeht. Ja, ist eine Idee. Das lassen wir so, die große Stufe. Dann können wir da eine Tür machen, die hier so nach da außen aufgeht oder so. Ja, so eine kleine zumindest. Genau, gut. Auch noch hin. Ja, genau, einen Handlauf müssen wir auch noch hinbauen. Ja, gut. Ja, wa? Schon nicht schlecht. Das so gut sind, die Stufen. Ja, kommt hier die schöne Couch hin. Dann sitze ich hier in meinem Pool. Stimmt, den legen wir jetzt mit Folie aus und dann lassen wir Wasser ein. Wasser habe ich bei. Ich habe auch zwei bei. Na gut, dann schalten wir euch später wieder dazu, wenn es wieder einen Fortschritt gibt. So, da wir jetzt einiges geschafft haben, den Überblick gibt es gleich, gönnen wir uns zum Mittag erstmal hier so ein paar lecker Wiener Würstchen mit Brötchen. Die essen auch jetzt kalt. War keine Lust haben, Feuer anzumachen, denn heute haben wir den Gaskocher nicht dabei, um die auf die Schnelle warm zu machen. Ja. Leider, aber ist auch nicht so tragisch. Wir hätten zwar noch ein Hobo, aber... Ja, wir haben zwar ein Hobo, aber jetzt extra Feuer wieder und Wasser kochen und dauert uns alles viel zu lange. Wir wollen lieber am Grubenhaus weiterbauen. Ja, wie gesagt, nach dem Mittag gibt es ja nochmal einen kleinen Überblick und inzwischen werden wir jetzt erstmal schön Würstchen reinpfeifen. Mahlzeit! Mahlzeit! Mittlerweile sind wir ja schon ein Stückchen weitergekommen, unsere tolle Treppe, auf der man jetzt schön bequem hinuntergehen kann. Und hier haben wir schon mal ein bisschen Teile für die erste Wand zusammengelegt. Das Ganze werden wir jetzt bis auf welche Höhe machen? Bis an die schwarze Kante, wa? Ein bisschen über der schwarzen Kante, beziehungsweise so hoch wie dieser hier der kleinere Stock ist. Bis auf die Höhe müssen wir kommen. Das heißt, jede Menge Holz sammeln. Sägen, sägen, sägen. Und sägen, sägen, sägen. Genau. Naja, aber wir haben ja hier einen ganzen Wald mit Totholz, also dürfte das kein Problem sein. Also von daher. Ja, der will auch eingebaut werden. Ja. Na gut, wir schalten euch später dazu, wenn es Neuigkeiten gibt. So, und für den Ende des ersten Teils gibt es nochmal einen kurzen Überblick über unser geschafftes Tageswerk, also die Grube wurde ausgehoben. Wir haben hier jetzt mittlerweile eine Wand hochgezogen, die wir von hinten wieder ein bisschen mit Erde verfüllt haben. Ja, eine Treppe, die ist mittlerweile schon wieder abgetreten, aber die haben wir ja auch noch nicht befestigt. Die machen wir natürlich später noch ordentlich. Ja, und ansonsten im nächsten Teil vom Grubenhaus geht es dann weiter, wenn wir die Seitenwände und eventuell schon das Dach bauen. Ja, ich schon, ja. Würde ich so sehen. Seitenwände auf jeden Fall. Dach müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Na gut,
Das war erstmal für den ersten Teil, dann gehen wir jetzt zum chilligen Teil über. Das heißt, für den zum Overnighter. Ja. Also, wir melden uns nachher nochmal. Genau, später vom Lagerfeuer melden wir uns nochmal.